Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Von wem denn auch sonst? Merkt ihr vielleicht an der sehr freien Kameraführung, dass ich heute einmal vorhabe, dass ich einen Vlog mache. Es ist exakt 17.36 Uhr und ich komme auf die Idee, dass ich einen Vlog mache. Heute habe ich mir dann gefordert, dass ich erstens mein Moped repariere und zweitens mein Moped wasche und drittens vielleicht, weiß ich nicht, werden wir schon sehen, ist ja ein Vlog, passiert manchmal auch ein bisschen was anderes. Ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an mit Moped reparieren. Therefore, we need a Schlüssel. Und zwar ist die ganze Geschichte jetzt so, dass bei meinem Moped vor kurzem was passiert ist. Mir ist der Schlauch am Auspuff verbrennt und der hat jetzt ein Loch und der kann austauscht. Und das werden wir jetzt machen. Und zwar werden wir bei der sexy Lady da drüben mal den Schlauch erstmal ausbauen, den alten, und dann einen neuen einbauen. Let's go! Schritt Nummer 1, alten Schlauch ausbauen. Also der Schlauch geht vom Luftfilter, das ist abgelöst, praktisch so abgegangen und ist dann da am Auspuff angekommen und dann hat es volles Rauchen angefangen. Den Schlauch werden wir jetzt mal abmachen, der geht hier zum Vergaser. So. So, wie man sieht, der ist schon ein bisschen notdürftig geflickt. Können wir eigentlich wegwerfen. So, Schritt Nummer 2 wäre jetzt eigentlich neuen Schlauch einbauen, aber der Schlauch ist leider noch nicht angekommen, denn bringt mir meine Mama noch vorbei. Also bis dorthin werden wir jetzt einfach mal warten. Außerdem habe ich noch vor, dass ich mein Moped wasche. Also das machen wir erst, nachdem der Schlauch wieder drin ist, weil sonst wasche ich voll in den Vergaser rein und das tut einem, glaube ich, nicht so gut. Während wir auf meine Mama warten, gehen wir einfach mal noch drinnen. Willkommen in meinem Zimmer. So, ich glaube, meine Mama ist da. Jetzt bekomme ich einen neuen Schlauch. Das Herz sieht dezent falsch an. Neuer Schlauch ist da. Der kommt jetzt gleich mit rein. Fertig. Der ist cool. Der Moment der Wahrheit. Was kannst du eigentlich? So, jetzt wird das gute alte Ding noch gewaschen und dann noch aufgetankt und dann wird der Testfahrt gemacht. So, jetzt kriegt das ganze Baby noch eine ordentliche Politur. Und wisst ihr, was jetzt kommt? Lookbook. Darling dear, you
charting the strap.